EA Productions. EA Poe Productions liest Hans Christian Andersen. Heute die roten Schuhe. Es war einmal ein kleines Mädchen, fein und niedlich. Aber im Sommer musste sie immer mit bloßen Füßen gehen, denn sie war arm, und im Winter mit großen Holzschuhen, so dass die kleine Spanne rot wurde, und zwar ganz und gar. Mitten im Dorfe wohnte eine alte Schuhmachersfrau. Die saß und nähte, so gut sie konnte, aus alten roten Tuchstreifen ein paar kleine Schuhe. Sie waren plump, aber es war gut gemeint. Die sollte das kleine Mädchen haben. Dieses hieß Karin. An dem Tage, als ihre Mutter begraben wurde, erhielt sie die roten Schuhe und hatte sie zum ersten Male an. Freilich war es nichts, um damit zu trauern, aber sie hatte keine anderen, und daher steckte sie die bloßen Füße hinein und ging hinter dem ärmlichen Sarge her. Da kam ein großer alter Wagen, und darin saß eine alte Dame. Die betrachtete das kleine Mädchen und fühlte Mitleid mit ihr und sagte zum Prediger: »Hört, gebt mir das kleine Mädchen, dann werde ich mich ihrer annehmen.« Und Karin glaubte, dass alles geschähe nur der roten Schuhe wegen. Aber die alte Dame meinte, die seien abscheulich, und sie wurden verbrannt. Aber Karin wurde selbst rein und nett angezogen. Sie mußte lesen und nähen lernen, und die Leute sagten, sie sei niedlich. Der Spiegel aber sagte: »Du bist mehr als niedlich, du bist schön.« Da reiste die Königin einst durch das Land und hatte ihre kleine Tochter bei sich. Die war eine Prinzessin. Die Leute strömten nach dem Schlosse hin, und unter ihnen war Karin denn auch, und die kleine Prinzessin stand in feinen weißen Kleidern in einem Fenster und ließ sich anstaunen. Sie hatte weder Schleppe noch Goldkrone, aber herrliche rote Saffianschuhe. Die waren freilich viel schöner als die, welche die Schuhmachersfrau der kleinen Karin genäht hatte. Nichts in der Welt kann doch mit roten Schuhen verglichen werden. Nun war Karin so alt, dass sie eingesegnet werden sollte. Sie bekam neue Kleider, und neue Schuhe sollte sie auch haben. Der reiche Schuhmacher in der Stadt nahm Maß zu ihrem kleinen Fuße. Das geschah zu Hause in seinem eigenen Zimmer. Da standen große Glasschränke mit niedlichen Schuhen und blanken Stiefeln. Das sah allerliebst aus, aber die alte Dame konnte nicht gut sehen, deshalb hatte sie kein Vergnügen daran. Mitten unter den Schuhen standen ein paar rote, wie die, welche die Prinzessin getragen hatte. Wie schön waren die! Der Schuhmacher sagte auch, dass sie für ein Grafenkind gemacht seien. Sie hätten aber nicht gepasst. »Das ist wohl Glanzleder«, fragte die alte Dame. »Sie glänzen so.« »Ja, sie glänzen«, sagte Karin. Sie passten und wurden gekauft. Aber die alte Dame wußte nichts davon, daß sie rot waren, denn sie hätte Karin nie erlaubt, in roten Schuhen zur Einsegnung zu gehen. Aber das tat sie nun. Alle Menschen betrachteten ihre Füße. Und als sie zur Chortüre über die Kirchentürschwelle hineinschritt, kam es ihr vor, als wenn selbst die alten Bilder auf den Grabmälern, die Porträts von Predigern und Predigerfrauen mit steifen Kragen und langen schwarzen Kleidern, die Augen auf ihre roten Schuhe hefteten. Und nur an diese dachte sie, als der Prediger seine Hand auf ihr Haupt legte und von der heiligen Taufe, vom Bunde mit Gott und dass sie nun eine erwachsene Christin sein sollte, sprach. Die Orgel rauschte feierlich. Die hübschen Kinderstimmen sangen und der alte Kantor sang. Aber Karin dachte nur an die roten Schuhe. Am Nachmittage erfuhr die alte Dame von allen Menschen, dass die Schuhe rot gewesen, und sie sagte, dass es hässlich wäre, dass es sich nicht passe und dass Karin später, wenn sie zur Kirche ginge, immer mit schwarzen Schuhen gehen sollte, selbst wenn sie alt seien. Am nächsten Sonntag war Abendmahl, und Karin betrachtete die schwarzen Schuhe, besah die roten, besah sie wieder und zog die roten an. Es war herrlicher Sonnenschein. Karin und die alte Dame gingen den Fußsteig durch das Korn entlang. Da stäubte es ein wenig.
An der Kirchtüre stand ein alter Invalide mit einem Krückstocke und mit einem wunderbar langen Barte. Der war mehr rot wie weiß, und er neigte sich bis zur Erde und fragte die alte Dame, ob er ihre Schuhe abwischen dürfe. Und Karin streckte auch ihren kleinen Fuß aus. »Sieh, was für schöne Tanzschuhe«, sagte der Soldat. »Sitzt fest, wenn ihr tanzt.« Und darauf schlug er mit der Hand gegen die Sohlen. Und die alte Dame gab dem Soldaten ein Almosen, und dann ging sie mit Karin in die Kirche. Und alle Menschen darin sahen nach Karins roten Schuhen, und alle Bilder sahen danach, und als Karin vor dem Altar kniete und den goldenen Kelch an ihren Mund setzte, dachte sie nur an die roten Schuhe. Und es war ihr, als ob sie im Kelche herumschwämmen, und sie vergaß ihren Psalm zu singen, sie vergaß ihr Vater Unser zu beten. Nun gingen alle Leute aus der Kirche, und die alte Dame stieg in ihren Wagen. Karin aber erhob ihren Fuß, um auch einzusteigen. Da sagte der alte Soldat, »Sieh, was für schöne Tanzschuhe!« Und Karin konnte nicht umhin. Sie mußte einige Tanztritte machen, und als sie anfing, fuhren die Beine fort zu tanzen. Es war, als hätten die Schuhe Macht über sie erhalten. Sie tanzte um die Kirchenecke, sie konnte es nicht lassen. Der Kutscher mußte hinterherlaufen und sie greifen. Und er hob sie in den Wagen, aber die Füße fuhren fort zu tanzen, so daß sie die gute alte Dame gewaltig trat. Endlich zogen sie ihr die Schuhe aus, und die Beine erhielten Ruhe. Daheim wurden die Schuhe in den Schrank gestellt, aber Karin konnte nicht unterlassen, sie zu betrachten. Nun lag die alte Dame krank danieder. Sie hieß, sie würde nicht wieder aufkommen. Gepflegt und gewartet mußte sie werden, und keinem kam dies mehr zu als Karin. Aber in der Stadt war ein großer Ball. Karin war eingeladen. Sie besah die roten Schuhe und meinte, es wäre keine Sünde dabei. Sie zog die roten Schuhe an, das durfte sie auch wohl, aber dann ging sie zum Ball und fing an zu tanzen. Als sie aber zur Rechten wollte, tanzten die Schuhe zur Linken, und als sie die Diele hinauf wollte, tanzten die Schuhe dieselbe hinunter, die Treppe hinab, durch die Straße und durch das Stadttor hinaus. Sie tanzte und mußte tanzen, hinaus in den finstern Wald. Da leuchtete es oben zwischen den Bäumen, und sie glaubte, es sei der Mond, denn es war ein Gesicht. Aber es war der alte Soldat mit dem roten Barte. Er saß und nickte und sagte, »Sieh, was für schöne Tanzschuhe!« Da erschrak sie und wollte die roten Schuhe wegwerfen, aber die hingen fest. Und sie schleuderte ihre Strümpfe ab, aber die Schuhe waren an den Füßen festgewachsen. Sie tanzte und mußte über Feld und Wiese in Regen und Sonnenschein bei Tag und bei Nacht tanzen. Allein nachts war es am greulichsten. Sie tanzte auf den offenen Kirchhof hinaus, aber die Toten dort tanzten nicht. Die hatten Besseres zu tun, als zu tanzen. Sie wollte sich auf des armen Grab setzen, wo das bittere Farrenkraut wächst, aber für sie war weder Ruhe noch Rast. Und als sie gegen die offene Kirchentüre hintanzte, sah sie dort einen Engel in langen weißen Kleidern, mit Flügeln, die ihm von den Schultern bis zur Erde reichten. Sein Antlitz war streng und ernst, und in der Hand hielt er ein Schwert, breit und glänzend. »Tanzen sollst du«, sagte er, »tanzen auf deinen roten Schuhen, bis du bleich und kalt wirst, bis deine Haut zu einem Gerippe zusammenschrumpft. Tanzen sollst du von Tür zu Tür, und wo stolze, hochmilchige Kinder wohnen, sollst du anklopfen, so dass sie dich hören und fürchten. Tanzen sollst du, tanzen!« »Gnade«, rief Karin, aber sie hörte nicht, was der Engel erwiderte, denn die Schuhe trugen sie durch die Tür auf das Feld, über Weg und über Steg, und immer mußte sie tanzen. Eines Morgens tanzte sie an einer Tür vorbei, die sie gut kannte. Drinnen tönte Palmengesang. Ein Sarg wurde herausgetragen, der mit Blumen geschmückt war. Da wußte sie, daß die alte Dame gestorben war, und nun fühlte sie, daß sie von allen verlassen und von Gottes Engel verdammt sei. Sie tanzte und mußte tanzen, tanzen in der finsteren Nacht. Die Schuhe trugen sie über Dorn und Stumpf davon. Sie riß sich blutig, sie tanzte über die Heide dahin nach dem kleinen, einsamen Hause.
Hier, wusste sie, wohnte der Scharfrichter, und sie klopfte mit den Fingern an die Scheiben und sagte, »Komm heraus, komm heraus, ich kann nicht hineinkommen, denn ich muss tanzen.« Und der Scharfrichter sagte, »Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich schlage den bösen Menschen den Kopf ab, und ich merke, meine Axt klingt.« »Schlage mir den Kopf nicht ab«, sagte Karin, »denn sonst kann ich meine Sünden nicht bereuen. Aber schlage meine Füße mit den roten Schuhen ab.« Und darauf bekannte sie ihre ganze Sünde, und der Scharfrichter hieb ihr die Füße mit den roten Schuhen ab. Aber die Schuhe tanzten mit den kleinen Füßen über das Feld dahin in den tiefen Wald hinein. Und er schnitzte ihr Holzfüße mit Krücken, lehrte sie einen Psalm, den die Sünder immer singen, und sie küßte die Hand, die das Beil geführt hatte, und ging über die Heide fort. »Nun habe ich genug für die roten Schuhe gelitten«, sagte sie. »Nun will ich in die Kirche gehen, damit sie mich sehen können.« Und sie ging rasch auf die Kirchentüre zu. Als sie aber dahin kam, tanzten die roten Schuhe vor ihr her, und sie erschrak und kehrte um. Die ganze Woche hindurch war sie betrübt und weinte viele bittere Tränen. Aber als es Sonntag wurde, sagte sie, »Nun habe ich genug gelitten und gestritten. Ich glaube wohl, dass ich ebenso gut bin als manche von denen, die da in der Kirche sitzen und sich brüsten.« Und dann ging sie mutig hin. Aber sie kam nicht weiter als bis zur Kirchhofstüre. Da sah sie die roten Schuhe vor sich her tanzen, und sie entsetzte sich und kehrte um und bereute recht von Herzen ihre Sünde. Und sie ging zur Pfarrwohnung und bat, dass man sie dort in Dienst nehmen möge. Fleißig wolle sie sein und alles tun, was sie könne. Auf den Lohn sähe sie nicht, nur dass sie unter Dach käme und bei guten Menschen wäre. Die Predigersfrau hatte Mitleid mit ihr und nahm sie in ihren Dienst. Und sie war fleißig und nachdenkend. Stille saß sie und horchte zu, wenn der Prediger des Abends aus der Bibel laut vorlas. Alle die Kleinen hielten viel von ihr. Wenn sie aber von Putz und Pracht und von Schönheit sprachen, dann schüttelte sie mit dem Kopfe. Am nächsten Sonntage gingen alle zur Kirche, und man fragte sie, ob sie mitwolle. Aber sie blickte betrübt, mit Tränen in den Augen, auf ihre Krücken. Und dann gingen die anderen hin, Gottes Wort zu hören. Sie aber ging alleine in ihre kleine Kammer. Die war nur so groß, dass bloß das Bett und ein Stuhl darin stehen konnten. Hier setzte sie sich mit ihrem Gesangbuche hin, und als sie mit frommem Sinn darin las, trug der Wind die Orgeltöne von der Kirche zu ihr hinüber. Und sie erhob ihr Angesicht mit Tränen und sagte, »O Gott, hilf mir!« Da schien die Sonne so klar, und gerade vor ihr stand Gottes Engel in den weißen Kleidern, derselbe, den sie in jener Nacht an der Kirchtüre erblickt hatte. Aber er hielt nicht mehr das scharfe Schwert, sondern einen herrlichen grünen Zweig, der voll Rosen war. Er berührte damit die Decke, und sie erhob sich sehr hoch, und wo er sie berührt hatte, glänzte ein goldener Stern. Er berührte die Wände, die erweiterten sich, und sie erblickte die Orgel, welche rauschte. Sie sah die alten Bilder mit Predigern und Predigerfrauen. Die Gemeindemitglieder saßen in den geputzten Stühlen und sangen aus ihren Gesangbüchern. Die Kirche war selbst zu dem armen Mädchen in die enge Kammer hineingekommen, oder auch sie war dahin gekommen. Sie saß im Stuhle bei den übrigen Leuten des Pfarrers. Und als sie den Psalm beendet hatten und aufblickten, nickten sie und sagten, »Das war recht, dass du kamst, Karin.« »Das war Gnade«, sagte sie. Die Orgel klang, und die Kinderstimmen im Chore tönten weich und lieblich. Der klare Sonnenschein strömte warm durch das Fenster in den Kirchenstuhl, wo Karin saß, hinein. Ihr Herz wurde so voll Sonnenschein, Friede und Freude, dass es brach. Ihre Seele flog auf Sonnenstrahlen zu Gott, und dort war niemand, der nach den roten Schuhen fragte. EA Pro Productions.